So, liebe Leute, Station Nummer 5 in der Saison 2. Herzlich willkommen zum großen Preis der Niederlande aus Zandvoort. Ja, nach dem erneuerlichen Punktgewinn im letzten Rennen wollen wir das hier natürlich ein bisschen weiter fortführen. Aber das schaffen, mal gucken, bis A, das Wetter wird und B, wie die Leistung wird. Weltmeister werden wir wahrscheinlich nicht, da fehlen uns leider die Möglichkeiten. So, okay, was haben wir denn? Wir haben 10 Millionen auf dem Konto. Ich kann natürlich jetzt ein bisschen wieder was rein investieren in mein Auto. Und zwar würde ich gern mal... ich tue mal ein bisschen was für das Marketing. So, Bauzeit aller Verbesserungen. Das heißt, wir gehen mal auf die Bauzeit. Und wir gehen noch mal, wir holen noch mal was, ein bisschen was für die Strapazierfähigkeit. So, natürlich könnten wir noch ein bisschen was fürs Triebwerk tun. Aber das machen wir dann irgendwann mal, wenn die Kohle da ist. So. Personal haben wir ja schon ziemlich hoch. Da fehlt uns das auch Geld für den Simulator und für das Fitnesscenter. Aber schauen wir einfach mal. So, wir gehen noch auf jeden Fall rein in das nächste Rennwochenende. Und wir haben 10 Tage Zeit, das heißt, wir können ein bisschen, wir können ein bisschen was machen. Wir machen einmal ein E-Sports-Event. Schade, das fehlt leider uns ein bisschen. Ausrüstungsupgrade. Ja, sonst haben wir nichts. Gut. Okay, gehen wir rein. Die neuen Teile wurden ohne Probleme fertiggestellt. Beim nächsten Rennwochenende werden sie eingebaut sein. So, gehen wir mal rein ins Presseinterview. Da will auch noch ein bisschen was mit uns haben. Es ist schön, wieder hier in Ihrem Hauptquartier zu sein. Und ich muss schon sagen, seit unserem letzten Besuch hat sich hier viel geändert. Hm. Also hier meine Fragen. Legen wir los. Na gut. Machen wir das doch. Es ist wohl eindeutig, dass Sie sich vor allem auf die Fahrerausbildung konzentriert haben. Ist das korrekt? Ja, klar. Muss man sich immer gut kümmern. Die Sponsoren reißen sich gerade darum, ihren Namen auf ihrem Boliden zu sehen. Wofür werden Sie dieses zusätzliche Einkommen verwenden? Fürs Triebwerk, weil ein bisschen Leistung fehlt immer noch. Ihr Team scheint zurzeit in der Mitte der Tabelle festzuhängen. Sind Sie zufrieden damit oder hoffen Sie, in naher Zukunft die Top-Teams herausfordern zu können? Wollen auf jeden Fall irgendwann die Top-Teams herausfordern. Wird Ihr Team diese Saison um die Konstrukteursmeisterschaft kämpfen oder nur um Punkte? Ja, klar. Kann man in Bezug auf Teamanordnung sagen, dass Ihre eigene Karriere Vorrang hat? Man muss was halt so sehen. Ich danke vielmals für das Gespräch. Es war wie immer eine Riesenfreude. Ja. Klar, wenn Mick vorne gewesen wäre, würde ich sagen, fahren wir ja für pro Mick. Aber momentan eher mein eigenes Ding. So, gut. Nächste Rennen, wie gesagt, hier in Niederlande. Wir gehen weiter jetzt mit Zandvoort. Wenn er dann irgendwann mal fertig ist mit seinem Laden. Jetzt. Okay, die neuen Teile sind aus der Fabrik gekommen. Wir bauen sie vor dem nächsten Grand Prix ein. Ja, sehr gut. So wie immer. Und dann gehen wir rein ins nächste Rennwochenende. Wie gesagt, kurz vor der Niederlande, Zandvoort ist die Station Nummer 5 und da wollen wir natürlich wieder Punkte holen. Wir gehen heute rein in die Trainings. Das erste Training startet jetzt in wenigen Sekunden oder wenigen Minuten. So rum ist es richtig. Letztes Jahr sind wir hier nur Elfter geworden. Das soll sich heute ändern. Punkte sind drin. Sind das hier? Und hoffentlich irgendwo mal Top 5, Top 4, was die Konstruktion werden. Das wird unser Ziel sein. Ich denke, Weltmeister werden wir nicht mehr werden. Aber wir wollen natürlich einen Sprung nach vorne machen. Und dazu brauchen wir dann immer noch mal einen zweiten Fahrer, der viele Punkte holt.
Und das ist leider mit Mick momentan nicht gegeben. Muss man nur einfach mal so knaller sagen. Wenn der Fahrermarkt sortiert ist, dann kann man mal gucken, ob wir was hinkriegen. So, Wettervorhersage fürs Rennen. Ja, es regnet auch noch. Das ist zum Kotzen. Neues Rennen und dann regnet's. Okay, müssen wir halt leben mit. 18 Runden stehen dann in den Niederlanden an. Monaco. Ich guck gerade mal, ob wir noch irgendwelche Sprünge machen können. Alles Monaco, ne? Scheinbar. Aber würde der Sprung nach vorne den Weg, will das hier bringen, warte mal. Ja, doch. Das macht am meisten Sinn gerade. Wir machen die Standardvariante. Das bringt jetzt am meisten gerade, ob wir da erstmal die Power reinholen für das Auto und dann den Sprung nach vorne wagen. So, gehen wir hier mal rein ins freie Training. Gehen wir jedenfalls mal rein ins freie Training. Sandford. An der holländischen Nordseeküste. Ja, an der Strecke stand ich sogar mal selber. Logging some extra data during this session. Nothing you need to worry about, but as we have some new parts, we'll just confirm they're performing to spec. So, gehen wir rein. Beziehungsweise gehen wir mal raus auf die Strecke. Okay, the track is green right now, so take a few laps to get the tires up to temperature. Try and feel your way around. Hier ist leicht sandig, sehe ich gerade. Kann das sein? Das ist die Sandung. Das ist der Strecke. So. Hoffen wir mal, dass wir es jetzt hier ein bisschen mitnehmen können. So, hier einige Punkte wieder mitnehmen können in Richtung, gerade für die Konstrukteurs-WM, jetzt gerade war im letzten Rennen auch nur Platz 10, weil halt genau in dem Moment wieder das Safety Car rauskam. Das ist das ein bisschen versaut hat. Ich mache mal gerade ein bisschen das Ding raus. Okay. Okay, just want to remind you to keep an eye on your tire temperatures, which you can do on the temperature panel of the MFD. We monitor carcass temperature and surface temperature, and you'll get the best performance when they're both inside a normal operating window. Surface temps tend to fluctuate faster, so try a few laps with the data open and get a feel for how to control them. So. Na, das ist genau das, Mann. Hier an der Ecke habe ich auch schon
gerne mal was weggeworfen. War natürlich alles andere als ideal. Die Runde ist natürlich absolute Katastrophe gerade gewesen. Ich will nochmal eine neue Bestzeit werden, das ist klar. There's three laps of fuel remaining. Aber ob es reichen wird, um die Spitze herauszufordern, weiß ich nicht. 13,6 momentan. Der Sektor 1. Bis halt Sektor 2. Wie mal gucken, wie die große Position. Jetzt haben wir ihn da raus. Was haben wir da raus? Null. Ja, so Quersteher drin gehabt. Wird scheinbar nochmal eine neue Bestzeit werden. 13,3 in den Box in the next two laps, please. 13,3 am Ende. Norris. Bei dem wir uns gerade noch so rausdrücken konnten. Ich hoffe sogar vor Science, also sind wir echt gut dabei, was das gerade betrifft. Jetzt hat es hart. Kannst also ein bisschen durcheinander bringen. Aber wir sind, schau mal, was die Ergebnisse gerade betrifft, gut dabei. Jetzt geht runter, ich schätze nochmal neu. Bestzeit Sektor 2. Pit assist disabled. You'll need to be mindful of your speed when entering the pit lane. If you hit the limiter line too fast, you'll pick up a penalty. Watch the on-screen prompts that show your target speed and distance to the limiter line. So, dann sind wir durch mit dem ersten freien Training. Wir stehen vor Zeit zum Schumacher momentan und hinter uns ist nicht Chuck Norris, sondern Lando Norris. Check gerade mal, was wir ziehen gerade. Und auch Verstappen nur hinter uns, also so. Schau mal doch, mit dabei. Um die guten Positionen. Wir müssen ja mal wieder so ein Rennen fahren, wo wir gute Punkte finden, gerade fürs. Wisst ihr, mit die Konzentration wird es wahrscheinlich schwierig werden. Ist ja der Mick haut mal wieder so ein Ding raus, weil der hat nämlich auch seine 10 Punkte in Großbritannien, wo wir sie richtig verkackt haben. Die gehören ja auch mit dazu. So, Stroll schiebt sich jetzt auf die 3 vor Sainz.
So, Gott sei Dank sind wir jetzt gleich in der... Fahren wir jetzt hier gleich in die Box. Ich will hier nochmal durch die Steilkurve, durch diese Rechtskurve. Und dann geht's hier rechts in die Box rein. Und dann sind wir durch. Liebe Leute. So. Na, guten Schuss nach vorne. Also was die Zeit betrifft, sind wir momentan eigentlich gut dabei. Der Abstand ist über eine halbe Sekunde nach hinten. Leclerc jetzt auf 2. Fühlt sich jetzt voll dazwischen. Aber schau mal, es ist der erste Sektor, der uns gerade so ziemlich den Arsch rettet. Weil wir da gegen den anderen mit 31,5 fahren. Alle wollen jetzt dazwischen. Schnell zur zweite. Aber es ist wie gesagt der erste Sektor. Und wir stehen an der Spitze. Yes! Die Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Richards, Albon und Max Verstappen. Leider müssen wir uns schon verabschieden, das freie Training ist vorbei, aber wir werden in Kürze mit mehr Formel 1 Action für Sie zurück sein. Ja, so langsam muss ich mich auch mal über einen neuen Fahrer Gedanken machen, was überhaupt finanziell vor allen Dingen drin ist. Weil ich bin mit Mick nicht so wirklich zufrieden, weil er holt nicht viele Punkte. Das ist halt das Bittere. Mal gucken, was wir machen können. So. Da sind wir wieder. Und dann gehen wir gleich in Training Nummer 2. So, Training 2. Auf geht's. Ja, erste Freitraining schnellste momentan und das kann uns sich gerne das ganze Wochenende ziehen. Aber mal schauen. So, sind wir wieder da. Back on track. Und dann gehen wir mal raus auf die Strecke. So, ich check jetzt. Oh, ja, aufpassen. Da war ich zu sehr auf dem Hut drauf. Da klebte mir gerade ganz kurz was auf der Kamera. So, schaffen wir mal wieder so ein gutes gutes Training fahren.
Verstappen jetzt auf die Strecke. Das würde ich gerne verhindern, dass er vor mir rauskommt. Schaffe ich. Okay, perfekt. Bisschen Glück dabei gewesen jetzt, ist die Strecke natürlich, das ist... Dass er nicht direkt vor mir rausgehüpft ist. Das ist jetzt nicht, wie die Zwischenzeit war, aber Sektor 1.13-2, das ist auf Anhieb schneller als das, was wir eben schon geliefert haben. Den war es in 13-3, die uns gebracht hat. Jetzt auch noch war die 3 laps of fuel remaining. Ja, 12-9. Und Verstappen wird auch soft dahinter. Ja, momentan sind wir auf 1. Momentan scheint das wieder so ein Rennwochenende zu werden, was wir ziemlich gut rocken. Ja, aber das sind doch nur Anführungszeichen die freien Trainings. Ja, im letzten Jahr haben wir hier keine Punkte gewonnen, sind wir nämlich gerade nur Elfter geworden. Das harte Duell mit Sergio Perez, der da sich dann doch noch den letzten Punkt ergatterte, also auf der Hahnadel vorbeikam. Okay, das ist natürlich jetzt Max Verstappen. Ich fahre meine 4 Runden hier wieder auf dieser Strecke, weil die relativ bei der Jahre relativ kurz ist. Den lasse ich mal ziehen. Dann habe ich ein anderes Programm. So, Schumacher ist auf 4. Hinter uns auch Verstappen, der momentan auf der Strecke vor uns fährt. Und dann ist es Lewis Hamilton, der momentan auf 3 liegt. Nur. Box this lap, please. Box this lap. Vom aktuellen Führenden ist nichts zu sehen. So.
so ein, das richtige fahre ich jetzt auch zu Ende, dann geht's in die Box. Also das ist jetzt quasi meine In-Lap. Ich weiß, dass hinter mir ein McLaren ist, dann sehe ich auch auf das Stück, ne? Bin mal gespannt, aber den müssen wir nachher vorbeilassen wahrscheinlich noch. Ich spare jetzt ein bisschen Sprit. Und wir stehen wieder mal vorne. Fahrer hinter mir. Verstappen ist behind you. Their best lap time is a 1:12.9. Jedenfalls 12.9, aber auf der schnelleren Mischung. So, jetzt Bottas auf 4. Da bringt mein Teamkollegen. So, und jetzt geht's einmal zurück in die Box. Und dann sind wir durch für heute. Da ist doch schon der Haas raus, aber das ist mir Wumpe, Wurst. Wie auch immer, egal. So, wie lange haben wir denn gefahren? 4 Runden. Okay. Also, der Abstand zum Max ist knapp. Klar, aber er fährt die Softreifen. Im ersten Sektor. Das ist momentan unser Paradesektor. Und dann Hamilton, Norris, Albon. Weit über eine halbe Sekunde. Stroll schiebt sich jetzt auf 3. Bottas auch nur auf 10. Oh, Mann. Was erspielt sich aus den letzten 3 Rennen? 9. Ich hab's momentan echt mit dem Albon, weil Vietnam schon die ganze Zeit, mit Albon, mit El Ocon, Platz, in Vietnam schon und in China schon. Jetzt wollen wir es natürlich hoffentlich, dass wir den jetzt hier ein bisschen los sind. Und wir holen uns diesmal nur Platz 2, weil Verstappen mit den Softs nochmal nachlegen konnte. Frischer Softreifen und dann hat er nochmal eine halbe Sekunde abgenommen. Aber ist in Ordnung, wir sind ein von zwei, das waren die ersten beiden freien Trainings. Und da jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie überquert haben, schauen wir uns noch einmal die 3 Bestplatzierten an. Verstappen, Richards und Lance Stroll. Das war's. Das Training ist offiziell beendet. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Jedenfalls sind wir schnell auf der mittleren Mischung, auf der Medium-Mischung, sind wir tatsächlich gut dabei. Und das zweimal auf 1 und 2 gelandet. Und jetzt hoffen wir mal, dass wir jetzt im dritten Training mit den Softreifen nochmal einen Schritt nachlegen können. Wir wollen natürlich jetzt hier ein gutes Ergebnis machen. Vielleicht sogar ein Podium reinfahren. Das haben wir ja schon aus Bahrain im zweiten Rennen. Wir gehen direkt rein ins dritte Freie. Auf geht's. So, da sind wir wieder. Don't push the car just yet. Track is still green. Try and take it easy for the first couple of laps. Thank you.
nehme also gerade ein bisschen alles raus. Wir werden wahrscheinlich keine 4 Runden schaffen mit dem Reifensatz. Ja, wie gesagt, wir sind gut dabei vorne. Der erste Sektor ist klar. Wir schauen unser Paradesektor, aber dieser 31. 3, glaube ich, war das oder so, die uns da so ein bisschen hilft. Alle anderen kommen da über die 32 und ja, mal gucken, was drin ist dieses Rennen. Ich habe übrigens nichts an der KI-Stärke geschraubt. Ich wundere mich gerade auch selber, warum wir so stark sind, aber das muss ja nicht unbedingt schlecht sein. Aber das Rennen gewinnen, weiß ich nicht. Wir werden es sehen. So, gehen wir rauf auf die Strecke. Neun. Diesmal sind wir ein bisschen schneller im ersten Sektor. Fast eine halbe Sekunde liegt aber auch am anderen Reifen. So, jetzt wollen diesmal die Weichermischung fahren. Die ersten zwei Trainings haben wir ja mit den harten Mischungen gefahren, mit den Mediums gefahren. Vor uns ist ein Auto, das ist ein Alpha Tauri. Wenn ich es richtig gesehen habe. Was hatte ich nicht. 12,5, da könnte noch was gehen. Wir sind durch den zweiten, dritten Sektor nicht gut durchgekommen. Aber jetzt werde ich nicht zaubern können. Wir haben über eine halbe Sekunde Rückstand und das wird wahrscheinlich nicht werden. There's 3 laps of fuel remaining. Dad. Be careful with the front wing. You've taken some minor damage. Wie hat das übrigens? Dann leicht auf den Körper gekommen und dann der Abflug. Das heißt, ab in die Box. Neue Satz Reifen holen. Aber Glück gehabt, dass wir nicht voll eingeschlagen sind. Das hat diesmal funktioniert. Also, es war ein Einschlag klar. Wir haben ich konnte gerade so das Auto drehen. So, wir haben jetzt ein bisschen Zeit. Car repairs have set us back a little. Ja, gut, Abstand zu Giovinazzi und Kvyat, der ist natürlich enorm. Ja, wir müssen, wie gesagt, noch mal einen Satz raushauen. Jetzt warten wir einfach ab. Ja, kleiner Ausblick auf das kommende Rennwochenende. Weiter geht's jetzt mit dem nächsten Wochenende am Sonntag.
Remember, we have a number of practice programs to run. It'll be very beneficial for the team if we do these. This is the only session remaining to do them, so let's get on that pronto. Ja, weiter geht's auf jeden Fall nächstes Wochenende jetzt in Frankreich. Am Sonntag. Und dann am Dienstag mit dem Saisonabschluss in Singapur. Ja, aufgrund meiner lamarschigen Boxencrew ist mir ja mal wieder mal so ein Rennen ein bisschen abgenommen worden. Schade eigentlich, aber jetzt hoffen wir mal, dass wir in dass wir im nächsten Rennen in Singapur nochmal ein bisschen was holen können. Und dann kleinen, unseren Rivalen vielleicht nochmal einsammeln können. Dazu müsste ein 6. Platz, 7. Platz drin sein und der Auswahl des Rivalen. Aber mal schauen, was einfach drin ist. So, gehen wir mal raus auf die Strecke. So. So, das ist ja abgelaufen. Okay, let's go. Und Frankreich hoffen wir mal, dass wir wieder ein paar Punkte mitnehmen. Warte mal auf, was müsste zu weit rausfahren. Das könnte auch schnell mal eine Strafe geben, wenn wir über die weiße Linie fahren. Erstmal, glaube ich, gibt es so eine Verwarnung. So, zwei Versuche sitzen wir noch. Hamilton momentan hinter uns, Vettel hinter uns. Fahrer hinter mir. Hamilton behind, their best lap time is a 1:13.3. Es ist Vettel, ja, der hat momentan drittplatziert, oder? So, ich muss jetzt gerade noch ein bisschen wieder mein Dings reinkommen. ...13.3 von Lewis Hamilton momentan. Der ist über eine halbe Sekunde hinter uns. Momentan sind wir eigentlich gut dabei. Ja, damit ist die Runde schon mal am Arsch. Wenn der mir jetzt in die Box geht und so, dann... Weil die hat er mir nämlich jetzt schon zerstört. Gut, dass ich es noch fangen konnte. Es gab eine Berührung, aber es war meine eigene Schuld. Ich gehe davon ausgegangen, dass der hier Platz macht. Dass ich hier durchgehen kann. Weil ich bin auf einer schönen Runde und ich weiß nicht, was bei ihm ist. Er fährt noch. Sehen wir uns der letzte Reifensatz für uns. Ja, das kannst du gerade fast knicken. Ich würde jetzt gerne mal rum und kassieren. Ja, da versaut er mir meinen Komet. Wieder mal meinen Komet Treibersitz. Das wird ein freies Training für den Arsch. Also eine schnelle Runde haben wir geschaffen können. Deswegen wäre es so wichtig, da vorne mit dabei zu stehen.
has 3 laps of fuel remaining. So, einen Satz versuche ich nochmal zu setzen. Kleine Runde. Ich hab momentan auf 19, aber der fährt auf hart, ne? Wenn ich das richtig sehe. Ja, wir kommen einfach nicht sauber durch momentan. Dritte freie Training ist momentan echt eine Katastrophe. Ich bin ein bisschen vorne. Aber das war auch nur die erste Runde, die eigentlich gut war. Aber scheinbar momentan lassen sie uns nicht. Zustand des Autos. No issues with tire wear for now. Keep taking care of them. Muss mal gerade gucken, was das, wo die Abnutzung drin ist. 60% Motor. Scheinbar. Wird so einige Einheiten. Wir haben ja noch momentan Luft. Ich gehe jetzt auch in die Box, damit war es das auch für den freien Training. Okay, you need to come in before you run out of fuel. Pit within 2 laps. Ich habe hier schon wieder länger gezogen, als ich wollte. Magnussen, jetzt auf 5. Ja, 1:1, das waren die letzten waren die Ergebnisse in den Trainings. Statt jetzt zumindest. Ich weiß nicht, ob da noch einer was davor war. Ob da noch mal einer sich davor schiebt. Das hat gerade so noch gepasst. Ja, wir sind durch. Für heute. Wir sind weiter. Viel Fahrbetrieb auf der Strecke. Ja, und das ist wieder der erste Sektor. Da liegt man eine Sekunde vor. Jetzt vor Stroll und Perez. Also Racing, dreimal Mercedes, viermal Mercedes vorne auf den ersten 4 Plätzen. Bottas schiebt sich noch dazwischen. Sagt dann sogar knapp dahinter. Der meldet sich auf einmal zurück. Aber fünfmal Mercedes-Motor. Weil wir waren ja ebenfalls Mercedes-Motor seit Beginn dieser Saison. Reicht es, um vorne zu bleiben? Ja, wir sind gut dabei, was dieses Rennen hier betrifft. Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die 3 Bestplatzierten zu werfen. Richards, Bottas und Lewis Hamilton. Wenn das heutige Training auf etwas hindeutet, dann auf ein außergewöhnliches Wochenende der Formel 1. Ja, wir sind gut dabei. Ich hoffe, dass es reicht am Ende um... Was haben wir denn für Stop auf 17, nur mit den Harten? Ja gut, der hat mal... Die harte Mischung genommen. Die ersten 13 waren allesamt auf Verzoft. Und ich bin ziemlich happy, dass wir mit dabei sind. Wenn uns nicht wieder ein Safety Car, was dazwischen fährt. Oder kaputt fährt. Und außerdem, man muss daran denken, es regnet uns noch im Rennen. Ein toller Tag. Wie denken Sie darüber? Heute haben Sie im Training wirklich alles gegeben. Testen Sie neue Komponenten? So. Sie haben heute ein paar Teile auf der Strecke gelassen. Gab es Schwierigkeiten mit der Traktion? Ein bisschen, ja.
Klasse, das war dann alles. Ja gut, es war einmal die Szene mit Vettel, wo ich da ein bisschen viel wollte. Ja, das wäre es dann wohl fast gewesen. Selber der eigene Abflug dann mit Beginn der Stadtzielgerade. Also das war unsere eigene Doofheit, muss man sagen. Gut. Dann sind wir durch. Weiter geht's morgen dann um 14 Uhr mit dem Qualifikationstraining hier aus Zandvoort. Da wollen wir natürlich all die guten Ergebnisse aus den Trainings anknüpfen. Aber schauen wir mal. Dauert wieder einen kleinen Moment. So. Mal kurz mal was machen. Nein, definitiv nicht. Nee, das war so. Wir ziehen nur den neuen Motor rein. Wenn ich jetzt irgendwie eine Strafe. Wenn ich jetzt auch eine Strafe registriere. Allein in der Park für mich. Nee, dann lassen wir es so. Dann machen wir das erst später, wenn wir dann einmal. Gut, wir machen Feierabend. Wir sehen uns morgen wieder um 14 Uhr.